Sekretum. Das Geheimnis von Wittlich. Wir tun etwas für die Stadt. Wir wissen, dass Gemeinwohl Engagement braucht. Dass Gesellschaft nicht nur nehmen bedeutet. Wir bringen uns ein für Wittlich. Im Amt, im Ehrenamt. In gemeinnützigen Projekten. Mit über 6 Millionen Euro seit 1990. Für Sport, Wissenschaft, Forschung, Umwelt, soziale Projekte, für Kunst und Kultur. Sinnvolle Investitionen in die Gegenwart sind die Schlüssel für die Zukunft der Stadt Wittlich. Sekretum de Wittlich. Zu wenige wissen davon. Wie wollen wir Gesellschaft gestalten? Wie eine Zukunft formen, die über uns hinaus unsere Stadt für Kinder und Enkel, für Bürger und Neubürger lebenswert macht? Bringen wir uns ein. Lenken wir mit und stiften über den Tag hinaus Zukunft. Stiftung Stadt Wittlich. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich heute hier begrüßen, nach diesem kurzen Einspieler über die Stiftung Stadt Wittlich, die ja komplett dem Gemeinwohl orientiert ist, freue ich mich, dass Sie so zahlreich der heutigen Einladung gefolgt sind. Wenn ich hier in die Reihen blicke, über 1000 Menschen an einem Novemberabend, das ist in der Tat eine Ansage. Und ich glaube, es zeigt Ihr Interesse, aber auch die Wertschätzung für den Preisträger, aber auch für den Laudator. Ja, begrüßen Sie gemeinsam mit mir einen Kulturschaffenden im feinsten Sinne des Wortes, Musiker, Maler, meinungsstark, authentisch, unverkennbar. Herzlich willkommen, Wolfgang Niedecken. Verdammt lang her, dass Sie als bildender Künstler und Maler begonnen haben. Verdammt lang her, dass Sie die Band BAP gegründet haben. Eine Band, die, wenn ich hier in die Reihen blicke, Musikgeschichte geschrieben hat und natürlich hier in unserer Region Eifel, Mosel, Hunsrück einen wirklich wahnsinnigen Fankreis hat. Und da ist Ihnen schon ein Meilenstein gelungen. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, und es ist mir auch eine Ehre, dass Sie bereit waren, den Meistermann-Preis entgegenzunehmen. Und die Reihung der Preisträger, das passt wunderbar. Der erste Preisträger, wir haben eben noch im Goldenen Buch nachgeguckt, das war damals der damalige Bundespräsident Johannes Rau, dann die Zentralratsvorsitzende der Juden Charlotte Knobloch, danach der Chef der Deutschen Bischofskonferenz Karl Kardinal Lehmann, Bundesaußenminister Genscher, Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller und der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Und ich bin der Meinung, die Reihung wird jetzt mit Ihnen in wunderbarer Art und Weise fortgesetzt. Wer Ihr Buch gelesen hat, merkt unschwer, dass Sie ein exzellenter Beobachter sind, aber auch wahnsinnig feinfühlig, wenn es darum geht, die Zwischentöne in ihren Nuancen zu beschreiben. Sie sind sozial aktiv und haben politisch immer ein Statement gesetzt und politisch Haltung gezeigt. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit müssen wir Haltung zeigen zu gewissen Themen. Wenn ich bei der Politik bin, begrüße ich ganz herzlich den einstmals
beliebtesten Politiker Deutschlands, der erste Mann in unserem Staate von 2004 bis 2010. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Bundespräsidenten AD Professor Dr. Köhler. Herzlich willkommen. Ja, und ich, als Sie Ihre Antrittsrede gehalten haben als Bundespräsident, haben Sie damals schon Bezug auf Afrika genommen. Dergestalt, dass Sie gesagt haben, Afrika muss man mit Augenhöhe begegnen und fair begegnen. Und Sie haben auch im Laufe Ihrer Amtszeit eine unheimliche Sympathie und Empathie für Afrika entwickelt. Ich selber war vor vielen Jahren auch mal in Afrika und habe einen Kollegen in der Entwicklungshilfe besucht und habe die Schönheit dieses Kontinentes entdecken dürfen, aber auf der anderen Seite auch die Armut und Hoffnungslosigkeit. Und das war immer ein Thema, was Sie in Ihrer Zeit als Bundespräsident hatten und darüber hinaus. Und mir hat sich ein Satz von Ihnen eingeprägt und der ist eigentlich bezeichnend. Sie haben gesagt, die Menschlichkeit der Welt spiegelt sich im Umgang mit Afrika. Was die Menschlichkeit der Welt angeht, gibt es aus meiner Sicht ganz, ganz viel Luft nach oben. Aber da sind wir alle gefordert. Jeder ist gefordert, ein Stück Menschlichkeit in die Welt zu bringen. Dann wird sie insgesamt besser. Es ist immer einfach, auf andere zu zeigen. Also Menschlichkeit ist schon etwas Universelles. Schön, dass Sie da sind und die Laudatio halten. Und das ist letztlich das, was Sie beide, was Ihre Freundschaft auch auszeichnet, gemeinsam für Afrika. Und das beschert uns auch ein Stück weit diesen Abend. Bescherung hat ja immer etwas Himmlisches. Aber das Himmlische hat hier sogar einen Namen. Das Himmlische ist hier Tina Niedecken, die Frau von Wolfgang Niedecken, weil ohne die, als wir miteinander telefoniert haben, dann hat sie ihr Netzwerk in Gang gesetzt und hat halt diese wunderbaren Menschen hier zusammengebracht. Und wenn ich sage wunderbare Menschen, dann geht das in Richtung der Musik. Mike Herting, ein Jazzpianist im feinsten Sinne, ein Konzertkomponist und Konzertveranstalter, Bandleader. Und er hat heute dabei Isa und Pape, die uns nachher auch musikalisch etwas darbieten werden. Ich war kurz beim Soundcheck heute dabei, also wir dürfen gespannt sein, das wird richtig fantastisch. Ja, und dann haben wir natürlich überlegt, wie können wir den Menschen, Wolfgang Niedecken, seine Mission, seine Vision, da war wieder Tina Niedecken, die hat uns dann ja den renommiertesten Sportreporter ever, Bellareti, empfohlen, der heute hier ist und ja, das Gespräch nachher führen wird und da bin ich sehr gespannt. Über die Nationalmannschaft wollen wir nicht reden, also das möchte ich auch gar nicht kommentieren, vielleicht können Sie das besser, Sie können ja vielleicht noch nachher einen Satz dazu sagen. Ja, ganz herzlich willkommen der Musik und bei der weiteren Begrüßung der Gäste bitte ich jetzt auch aus zeitökonomischen Gründen auf Zwischenapplaus zu verzichten und dann kann man das am Ende allen gemeinsam zuteil werden lassen. Ich begrüße ganz herzlich die Staatssekretärin Frau Brück, es ist schön, dass Sie da sind. Ein herzliches Willkommen gilt den Abgeordneten des Deutschen Bundestages Lena Werner und Patrick Schnieder. Ich grüße ganz herzlich die kommunale Familie, die Direktoren des Landkreistages, des Städtetages und des Gemeinde- und Städtebundes. Und ich nenne jetzt namentlich auch für die vielen Bürgermeisterkollegen, die ich sehe, stellvertretend unseren Landrat Gregor Eibes und die Landrätin von dem Nachbarkreis Koch und Zell, Anke Weilstein. Ihnen ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich über die Anwesenheit vieler Vertreter der Wirtschaft, der Kammern, der Verbände, aber auch viele aus dem Ehrenamt. Ich sehe Vertreter der Blaulichtfamilie. Ich freue mich auch über die Anwesenheit der Vertreter der Bundeswehr und unserer amerikanischen Freunde. Dear American friends, you're welcome tonight. Have a good time. Und insofern gilt auch mein Gruß an der Stelle unseren französischen Gästen aus unserer Partnerstadt Brunois. An der Spitze Senator AD Laurent Bataille. Es ist schön, dass ihr den Weg von Paris bis nach Wittlich gefunden habt für diese Veranstaltung hier. Das
ehrt mich und das freut mich sehr. Ich begrüße die Vertreter der lokalen Banken. Also alle Vertreter des gesellschaftlichen Lebens sind hier herzlich willkommen. Natürlich Stadtrat, Kreistag sowie die Mitglieder unserer Stiftung. Hier begrüße ich ganz besonders unseren Vorstand des Kuratoriums, Herrn Professor Dr. Simon, genauso herzlich den Ehrenvorsitzenden des Kuratoriums, Herrn Bundeswirtschaftsminister AD Dr. Hans Friedrichs und die ganzen Vorstands- und Kuratoriumskollegen. Ja, der Meistermann-Preis wird seit 2006 verliehen. Er soll dem Andenken des Künstlers Professor Meistermann, der in Solingen geboren wurde, soll dieses Andenken wahren. Ein Mann, der auch in schwieriger Zeit der Nazi-Diktatur sich für Meinungsfreiheit und Demokratie eingesetzt hat. Er ist der Stadt sehr verbunden gewesen. Wir haben Eigentümer großer Teile seines Nachlasses. Er hat auch viele Fenster in dieser Stadt gestaltet, Glasfenster künstlerisch gestaltet. Insofern freut es mich sehr, weil genau diese Intention hat das Kuratorium bewogen, Sie, Herr Niedecken, den Preis anzutragen, weil Sie Zeit Ihres Lebens sich gegen Rassismus und gegen Antisemitismus ausgesprochen haben. Und Sie haben sich immer eingesetzt für Meinungsfreiheit, für Demokratie und für Frieden. Frieden, den wir uns alle sehr ersehnen. Und der besagte Künstler Meistermann hat nach dem Kriege, Wittlich war bombardiert und auch in Teilen zerstört, im alten Rathaus Fenster gestaltet, die apokalyptischen Reiter. Und wenn ich vor diesen Fenstern stehe, dann haben die in der heutigen Zeit mehr Bedeutung denn je. Damals sind sie natürlich als Mahnung gegen den Krieg gemacht worden, aber heute haben wir wieder Krieg in Europa. Seit dem 24. Februar letzten Jahres mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine. Und wenn ich den Blick nach Afrika lenke, hier haben wir dauerhaft Krieg. Im Sudan ist in diesem Jahr ein Krieg wieder richtig ausgebrochen und Sudan, das drittgrößte Land Afrikas, droht im Chaos zu versinken. In Äthiopien haben wir seit 20 Jahren Bürgerkriege, im Kongo herrscht Krieg. Also insofern, Herr Bundespräsident AD, die Menschlichkeit, wenn ich da gesagt habe, Luft nach oben, etwas flapsig, dann zeigt es, dass wir tatsächlich in einer krisenhaften Situation uns befinden und Afrika ja kurz vor der Apokalypse steht, wenn es denn nicht irgendwann gestoppt wird. Seit dem 7.10. hat die Welt sich auch wieder verändert mit dem terroristischen Angriff auf israelische Zivilisten und dem daraus folgenden Krieg, der jetzt wieder viele unschuldige Opfer fordert, auf beiden Seiten wohlgemerkt. Mich hat allerdings berührt, dass auch bei uns wieder Stimmen laut werden, die mich mehr wie beunruhigen. Und genau deswegen hat der Stadtrat auch in der letzten Woche eine Resolution gefasst, die sich klar und deutlich gegen jeglichen Antisemitismus ausspricht. In unserer Stadt leben 90 Nationen. Wir haben unterschiedliche Religionsgemeinschaften, einige Moscheen, Gemeinden, Kirchen, christliche Kirchen. Und insofern das friedliche Miteinander ist etwas, was wir uns jeden Tag erkämpfen müssen. Aber auch hier müssen wir klare Haltung zeigen, so wie Sie es immer wieder getan haben. Und da bin ich auch bei dem Projekt Rebound. Wir haben eben nochmal darüber gesprochen. Rebound im Zusammenhang mit World Vision hatten Sie die Idee, die Vision, Kindersoldaten zu helfen. Und als ich in Ihrer Biografie die Passage genau über die Kindersoldaten gelesen habe, kommt man automatisch ins Stocken. Hier werden Kinder zu Tausenden von Warlords und Rebellen gefangen genommen und zu abscheulichsten Taten gezwungen und missbraucht. Dass diese Kinder seelisch zerbrechen und auch körperlich zerbrechen, das dürfte auf der Hand liegen. Und Rebound schafft hier Hoffnung. Und wer Basketball spielt, weiß, was Rebound heißt. Beim Rebound wird
verfehlt der Ball den Korb und man fängt ihn auf und hat eine neue Chance. Der Ball des Lebens ist wieder im Spiel und kann diesen jungen Menschen eine neue Lebensperspektive eröffnen. Ja, sehr geehrter Herr Niedecken, Sie können nicht nur Dur und Moll, Sie sind auch in der Lage, mit den Dissonanzen dieser Welt umzugehen. Insofern erreichen Sie die Menschen in der Tat im Herzen. Und das, glaube ich, ist mit das Wichtigste. Ich freue mich nun auf Musik. Ich freue mich auf die Laudatio des Bundespräsidenten AD. Und freue mich natürlich auch auf das Gespräch, weil ich sicher bin, dass wir neue Aus- und Einblicke gewinnen werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Degeneration, Degeneration. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rodenkirch, geschätzter Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Stadt Wittlich, Herr Professor Simon und meine Damen und Herren, ich könnte jetzt auch auf meiner Anredeliste weiterfahren, aber der Herr Bürgermeister hat das ja schon erledigt, in Anführungszeichen. Ich gebrauche für diesen Zustand eine Formulierung aus Afrika. Da heißt es nämlich dann, all protocol observed, für alle Herren und Damen, die hier sind und gerne hier sind und gern gesehen werden. Aber last but not least, natürlich ist es mir ein Vergnügen, eine Ehre, ein Bedürfnis zu sagen, verehrter Preisträger, lieber Wolfgang Niedigen, liebe Tina Niedigen, ich freue mich sehr, dass ich heute diese Laudatio sprechen darf und euch beide dabei sehen kann. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, einfach nur Licht ins Dunkel zu bringen, ist keine Kunst. Aber Licht durch das Material Glas und überlegte Linienführung so zu lenken, dass es Farben zum Leben erweckt, dass es Stimmungen schafft und Räumen eine zusätzliche Dimension verleiht, das ist eine Kunst. Georg Meistermann beherrschte sie. Und auch der Preisträger des heutigen Abends weiß, ein Lied oder besser ein ganzes Album von dieser Kunst zu singen. Es geht um nicht weniger als die Kunst, die Welt und unser Leben in anderes Licht und anderes Bewusstsein zu rücken. Geschehen mag dies, indem Töne, Gefühle in uns wachrufen oder Worte neue Perspektiven zeigen
in dem Licht mal heller und mal dunkler in unser Leben fällt, in dem manch Gutes in uns zum Klingen und manch Böses zum Verstummen gebracht wird, in dem wir neu zu hören oder anders zu sehen lernen durch diese Kunst. Meine Damen und Herren, ich freue mich also, dass ich heute Abend die Laudatio auf Wolfgang Niedecken halten darf, den ich schon seit vielen Jahren kenne und schätze. Als einen, ja, der den Mund auftut und frei heraus sagt und singt, was er denkt und was er fühlt. Mit ihm ehrt die Stiftung Stadt-Wittlich heute nicht allein einen talentierten Maler und einen herausragenden Musiker, Gründungsmitglied und Frontmann von BAP, einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands, sondern auch und vor allem eine Persönlichkeit, die in ihrem Leben stets mit Rückgrat und Courage für die Werte unserer freiheitlichen Demokratie eingetreten ist, die Haltung zeigt, wo es Not tut, und für die Verantwortung keine bloße Worthülse ist. In dieser Hinsicht bewegt sich Wolfgang Niedecken mit seinem künstlerischen Schaffen und seinem kritischen Zeitgeist in den Spuren des Malers, Zeichners und Grafikers Georg Meistermann. Und wer die Lebenslinien beider vergleicht, muss nicht lange suchen, um Parallelen und Überschneidungen zu entdecken. Beide studierten sie Malerei. Der eine Anfang der 1930er Jahre an der Düsseldorfer Kunstakademie, der andere 40 Jahre später an den Kölner Werkschulen. Für beide ist bzw. war Köln das Zentrum des kreativen Schaffens. Der eine fand dort ab 1949 seinen Wohn- und Arbeitsort. Der andere wurde in der Kölner Südstadt geboren und ist seiner Heimatstadt bis heute treu geblieben. Beide haben sich mit der katholischen Kirche auseinandergesetzt oder an ihr abgearbeitet. Meistermann sagte einmal: Der Mensch braucht die Forderung und der Glaube ist ja wohl eine Herausforderung. Und Niedecken bezeichnet sich als Restkatholik. Und beide eint der Glaube an eine bessere, eine humanere Welt. Weder der eine noch der andere hat sich sonderlich um Auszeichnungen bemüht. Rock isn't about getting an A, heißt es in einem Film. Dem stimmt Wolfgang Niedecken bestimmt zu und Meistermann hätte diesem Urteil mit Blick auf die bildende Kunst gewiss auch nicht widersprochen. Ob Musik, Malerei oder Glaskunst, allesamt gehen sie nicht gänzlich in der Kategorie des Ästhetischen auf. Es geht nicht nur darum, anderen zu gefallen. In ihrer erfrischend unangepassten Art ähneln sich Meistermann und Niedecken und ebenso darin, nicht von allen verstanden zu werden. Die einen begreifen Meistermanns abstrakte Kunst nicht, andere verstehen kein Wort Kölsch oder, um genauer zu sein, die Mischung aus Gebirgsrheinisch, Eifler Platt und Südstadtkölsch. Das verstehen nicht alle. Und so ist es oft mit guter Kunst. Die einen verstehen sie nicht, andere hingegen fühlen sich überhaupt erst durch Kunst verstanden. In der Sprache von Niedeckens Songtexten ist die Verbundenheit mit seiner Kölner Heimat greifbar. Und Wolfgang Niedecken steht zu seinen Wurzeln.
Seine Mutter, die übrigens die Tochter eines Kirchenmalers war, förderte sein kreatives Talent. Dem Vater, von Niedecken Bapp genannt, verdankt die 1976 gegründete Band Bapp mit einem P ihren Namen. Als Kind zeichnete Wolfgang Niedecken gern. Die Leidenschaft für die Musik entfachten erst die Beatles. Da war er 12 und zum Glück hörte er schon bald darauf die Rolling Stones und fand durch sie zum Rock. Im Jahr 1967 veränderte sich Wolfgang Niedeckens Leben. Das lag nicht daran, dass in jenem Jahr Georg Meistermann Präsident des Deutschen Künstlerbundes wurde, sondern daran, dass seine Mutter ihm seine erste elektrische Gitarre schenkte. Von da an wollte unser Preisträger, wie er später einmal schrieb, mit seiner Gitarre, ich zitiere das, der Welt zu Leibe rücken und dabei versuchen, sie in einen aufregenderen Ort zu verwandeln. Ich glaube, das ist ihm ganz gut gelungen. Ja. Meine Damen und Herren, seine musikalische Karriere im Einzelnen nachzuzeichnen, würde diese Laudatio sprengen. Ich darf mich daher darauf beschränken, an ein Lied Niedeckens zu erinnern, das seinen kometenhaften Aufstieg mit allen Ups und Downs zwischendrin in Wort und Melodie fasst. Et leve es en Autobahn. War das richtig, Wolfgang? Anfangs führten Niedeckens Wege mit Bapp kaum über Köln hinaus. 1979 ging es immerhin bis Wuppertal. Bald darauf dann eroberte er mit Bapp die Bühnen von Prüm bis West-Berlin. Auch die Nachbarländer waren schließlich vor dem Kölschrock nicht mehr sicher und selbst der eiserne Vorhang vermochte Bapp nicht zu stoppen. 1987 tourte die Band 4 Wochen durch die Volksrepublik China. Im Mai 1989 gab Bapp Konzerte in Moskau und Wolgograd. Da waren Glasnost und Perestroika, da war Gorbatschows Reformprozess greifbar. Ein halbes Jahr später fiel dann die Mauer in Berlin. Die Zeit, in denen jedes Kind die Melodie der Scorpions von Wind of Change zu pfeifen wusste, galt und gilt bis heute vielen als Wendezeit. Wendezeit und Zeitenwende. Die Begriffe sind sich so ähnlich, doch die geopolitische Lage von damals und heute ist grundverschieden. 1989-90 blickten viele, auch ich, voller Zuversicht, Hoffnung, Erwartung in die Zukunft. Freiheit und Demokratie lagen irgendwie überall in der Luft. Die Zeitenwende unserer Tage nach dem 24. Februar des vergangenen Jahres und dem 7. Oktober diesen Jahres steht unter ganz anderen Vorzeichen. Nationalismus und neuer Imperialismus, Krieg und Terror bestimmen die Nachrichtenlage und die Gefahr besteht, dass sich die Welt wieder in antagonistische Blöcke spaltet. Doch die Weltgemeinschaft, meine Damen und Herren, wird die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nur meistern können, wenn sie Abschottung und Appeasement eine Absage erteilt und beharrlich auf Kooperation und Miteinander setzt. Bob Dylan, ein großes Vorbild von Wolfgang Niedecken, dichtete 1964 in dem Song The Times They Are A-Changing and admit that the waters around you have grown. Angesichts des Klimawandels steht heute schon vielen buchstäblich das Wasser bis zum Hals. Und wir alle werden
mit den Folgen der globalen Erderwärmung zu kämpfen haben. Darum müssen die Völker dieser Welt miteinander statt gegeneinander arbeiten. 2015 hat die Weltgemeinschaft mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, ich trage hier den Sticker, das Symbol dafür, Ziele für eine wirtschaftliche, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung vereinbart. Wir brauchen die damit verbundene große Transformation, die unseren Planeten bewahren und eben allen Menschen ein Leben in Würde ermöglichen will. Sie ist eine Zukunftsaufgabe. Sie ist eine Zukunftsaufgabe für alle Staaten und zum Nutzen aller Völker. Und um es mit den Worten Wolfgang Niedekens zu sagen, ich zitiere ihn, wir haben global zu denken und lokal zu handeln, wenn wir unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Welt hinterlassen wollen. Der ungebrochene Optimismus, den viele in unserem Land 1989-90 erlebten, verflog rasch mit dem Erkennen großer Umbrüche in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. In Deutschland wurden die Orte Rostock, Lichtenhagen, Mölln, Solingen oder Hoyerswerda zum Fanal für neuen Fremdenhass und Rassismus. Verdammt lang her, mögen einige denken, aber leider haben Rassismus, religiöse Diskriminierung, Homophobie, Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit noch immer an vielen Orten unserer Welt Konjunktur. In unserem Land hat sich in den letzten Wochen ein Antisemitismus gezeigt, von dem manche dachten, dass er schon längst überwunden sei. Doch nein, er ist noch nicht überwunden. Zivilcourage bleibt gefragt, persönlich für jeden Einzelnen und auch für die Politik. Arschhu, zeng, auseinander. Diesen deutlichen Appell muss ich hier nicht übersetzen. Er ist das Motto einer 1992 von Künstlern und Kulturschaffenden in Köln entwickelten Kampagne gegen rechte Gewalt. Wolfgang Niedecken und Bab haben diese Kampagne von Beginn an mit Herz und Hand unterstützt und waren stets ganz vorne mit dabei. Statt feige wegzuschauen, braucht es Mut zum Widerstand gegen rechte Parolen und Gewalt. Das war die Botschaft des im November 1992 gegebenen Konzerts von BAP und vielen anderen. Zehntausende, einige Quellen sprechen gar von 100.000 Menschen, die sich damals dicht an dicht auf dem Kölner Klotwigplatz verdrängten und damit zeigten, wir stehen zusammen gegen rechts. Wer Wolfgang Niedekens Werdegang kennt, weiß, dass sein Engagement gegen Fremdenhass und rechte Gewalt damals schon eine lange Vorgeschichte hatte. Geradezu prophetisch lesen sich die ebenso ausdrucksstarken wie politischen Verse, die er 10 Jahre zuvor, 1982, für den Song Kristallnacht schrieb. Eine Warnung vor dem fürs jüngste Gericht probenden Lynchmob. Ein Song, der zur Wachsamkeit ruft und uns fragen lässt, hören wir das Klirren und Irren in unseren Tagen? Für seinen Einsatz gegen Fremdenhass und Rassismus wurde Wolfgang Niedecken bereits 1998 mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Vor 10 Jahren verlieh ihm Bundespräsident Joachim Gauck das Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens für sein herausragendes Engagement in Afrika. Damals würdigte Joachim Gauck
Wolfgang Niedecken als einen Mann, der nicht nur Dur und Moll beherrscht, wir haben es heute schon mal gesagt, aber ich wollte das auch sagen, der nicht nur Dur und Moll beherrscht, sondern auch mit Dissonanzen in dieser Welt umzugehen weiß. Diesem Urteil kann ich nur zustimmen. Wolfgang Niedecken weiß, mit den Dissonanzen in dieser Welt umzugehen, indem er sich ihnen zunächst stellt und sie aushält, sich aber nie einfach mit ihnen abfindet. Das Bedrückende, Deprimierende, Grausame, was er gehört und gesehen hat, arbeitet in ihm. Und am Ende steht ein Songtext, der nach Worten für das sucht, was vielleicht gar nicht so recht sagbar ist. No Gulu, nach Gulu heißt der Song, in dem Wolfgang Niedecken seine Hörerinnen und Hörer an seine erste Reise nach Norduganda teilhaben lässt. Die dortige Begegnung mit ehemaligen Kindersoldaten hat ihn zutiefst bewegt. Ihr Schicksal lässt in der Tat keinen kalt. Junge Menschen, einst zu unfassbarer Brutalität gezwungen, mit Bildern von Krieg und exzessiver Gewalt im Kopf, die sie nie wieder loswerden. Junge Menschen, verwundet an Leib und Seele, nicht selten heimatlos, ohne Familie, ohne Freundeskreis, zur Prostitution gezwungen, zur Straßenkriminalität, verdammt, um irgendwie zu überleben. Der Song No Gulu erzählt von ihnen. Dieses Erzählen, dieses Storytelling, das sich Wolfgang Niedecken von seinem doch großen Vorbild Bob Dylan abschaute, macht seine Songs aus. Es gibt ihnen Authentizität und Wirkung. Und meine Damen und Herren, Sie haben ja schon gehört, dass Wolfgang Niedecken und ich auch gemeinsam in Afrika waren. Ich gebe Ihnen auch mal eine Anekdote weiter meiner Begegnung in dem Flüchtlingslager in Gulu. Ich sprach mit einem etwa 14-jährigen Mädchen und dieses Mädchen konnte kaum sprechen. Und ich versuchte dann doch, sie ins Gespräch zu bringen, etwas aus ihr herauszulocken. Und dann fragte ich sie deshalb, ja, was sie sich denn jetzt erhofft. Und da sagte das Mädchen, ich möchte in die Schule gehen. Und da dachte ich, was kann es eigentlich Größeres geben, um zu vermitteln, gib nie einen Menschen auf. Dieses junge Mädchen hatte Hoffnung, hatte eine Erwartung. Und die Hilfe, die sie damals bekam, in diesem Lager, gab ihr diese Hoffnung. Und auch deshalb bin ich heute hier, um Wolfgang, dir diese Geschichte nochmal zu erzählen. Du hast viel Gutes getan und vielen jungen Menschen Hoffnung gegeben dort. Übrigens, nach Norduganda kam Wolfgang Niedecken mit seinem Sohn Robin 2004 als Sonderbotschafter der Aktion Gemeinsam für Afrika, ein Bündnis von Hilfsorganisationen, für das ich damals als Bundespräsident sehr gern die Schirmherrschaft übernommen habe. Ziel der Kampagne war es, in Deutschland auf die Sorgen und Nöte Afrikas, aber auch auf Vielfalt, Chancen, Kreativität und Potenziale unseres Nachbarkontinents aufmerksam zu machen. Über die Kampagne Gemeinsam für Afrika lernten wir uns kennen. Wolfgang Niedecken war für Sie ein exzellenter Botschafter. Denn wer von seinen Eindrücken aus Norduganda erzählen hört, wird ergriffen, kommt ins Denken, ändert sein Bewusstsein. Doch Niedecken will eben mehr als nur unser Bewusstsein verändern. Begegnungen sein,
Immer wieder habe ich bei gemeinsamen Begegnungen mit ihm seine auch Ungeduld gespürt. So kann es doch nicht weitergehen, Herr Bundespräsident. Glauben Sie, dass da was zu machen ist? Es muss sich was tun. Ich denke an meinen Staatsbesuch in Nigeria vor ziemlich genau 15 Jahren im November 2008. Damals begleitete mich Wolfgang Niedecken. Er diskutierte eigenwillig und engagiert mit und griff dabei auch beherzt zur Gitarre, um seinen Erzählungen auch damit Gehör zu verschaffen. Das gelang ihm. Beeindruckt hat mich nicht zuletzt auch, wie er mit dem nigerianischen Perkussionisten Happinex zu einer gemeinsamen Musiksprache fand. Beide brachten je ihren Stil ein und daraus erwuchs etwas Neues, Unbekanntes, ja, Wunderbares, wie Dialog mit Afrika gelingt. Weißt du, lieber Wolfgang, und ich danke dir, dass du Eva und mich mehr als einmal darin unterstützt hast. Ich danke dir. Dein Engagement für Afrika geht weit über das Erzählen von diesem Kontinent durch Text und Melodie hinaus. Du bist viel zu ungeduldig, um Politik, Rhetorik zu vertrauen. Du willst heute schon die Welt zu einem besseren Ort machen. Und in der Tat, und wir haben ja davon schon gehört, Rebound heißt das Projekt, das Wolfgang Niedecken gemeinsam mit World Vision zum Erfolg führt hat. Es eröffnet Jugendlichen aus Norduganda und dem Ostkongo, die in ihren jungen Jahren schon viel zu viel Krieg und Gewalt erlebt haben, den Weg in ein neues, gewaltfreies Leben. An den Standorten von Rebound finden die jungen Menschen Schlafsäle, Bildungs- und Ausbildungsangebote, Werkstätten, psychosoziale Begleitung und Erwachsene, die sie nicht ausbeuten, sondern unterstützen wollen. Rebound gibt den Jugendlichen Sicherheit und Perspektiven. Beides brauchen sie und auch hier möchte ich ausdrücklich World Vision und Wolfgang Niedecken noch einmal danken und macht weiter, solange es geht. Von Singles behauptet Wolfgang Niedecken, dass sie zum schnellen Verzehr bestimmt sein. Er ist kein Freund der Singles, sondern der Alben. 23 Studioalben hat BAP schon herausgebracht. Eine Bilanz, die von langfristigem und nachhaltigem Erfolg zeugt. Und ebenso steht es um Wolfgang Niedeckens Einsatz für Afrika. Sein Engagement für die Jugendlichen in Uganda und im Kongo passt auf keine Single, es füllt ein Album. Ein tolles Album. Ja. Meine Damen und Herren, bitte sehen Sie mir nach, dass mein Porträt des Preisträgers heute Abend unvollständig bleibt. Es gäbe noch so viel mehr über ihn zu erzählen. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht doch weitermache, denn dann sprenge ich den ganzen Abend mit diesen Erzählungen. Neben dem Kampf gegen rechte Gewalt und seinem Engagement für Afrikas Jugend wäre auch an seine klaren Worte zu Kindesmissbrauch oder seine Haltung zur Atomkraft zu erinnern. Ich aber belasse es heute ganz in der Tradition Georg Meistermanns bei einigen farbigen Notizen zu einer Biografie. Und ich hoffe, dass diese Biografie noch um manche Farben und um viele Jahre reicher wird. Aber mit deiner Frau Tina als Schutzengel an der Seite kann es eigentlich gar nicht anders werden. Lieber Wolfgang, werde Aal, aber nicht aalglatt.
Dein Eintreten für Demokratie, Mitmenschlichkeit und Fairness ist beispielhaft. Deine unverwechselbare Stimme hat im polyphonen Chor der Meinung in unserem Land einen festen Platz. Du stehst für ein weltoffenes und empathisches Deutschland und hast dich in der Tat auch damit unserem Land verdient gemacht. Mit Recht ehrt dich die Stiftung Stadt Wittlich mit dem Georg-Meistermann-Preis 2023, zu dem ich dir von Herzen gratuliere. Ich danke schön. Seit Jahrzehnten zerrüttet ein Bürgerkrieg, in dem, wie es scheint, jeder gegen jeden kämpft, den Ostkongo. Milizen gegen das staatliche Militär, in das wiederum Rebellengruppen integriert werden, allesamt unbesoldet, sodass man niemandem, der Waffen trägt, trauen kann. Zustände, wie sie bei uns zur Zeit des 30-jährigen Kriegs geherrscht haben. Sold out to the merchant ship. Minutes after they took out the bottomless pit. The pain was headstrong. Radiance of the Almighty. We found his generation. Triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption song. Redemption. Redemption. Share the kill our prophets while we stand aside and look. Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the dream. Emancipate yourself from mantle slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear. Nachdem wir in den vergangenen Jahren mit den drei Rebound-Zentren in Nord-Uganda ausgesprochen erfolgreich waren, haben wir im März 2011 begonnen, in Beni im Ostkongo Rebound 2 aufzubauen. Auch hier geht es wieder darum, kriegsgeschädigten Kindern eine Chance zum Wiedereinstieg in ein normales Leben zu ermöglichen. Insgesamt 80 Stipendiaten wurden ausgewählt, Gastfamilien gesucht, ein Haus auf einem durch hohe Mauern und Stacheldraht geschützten Areal angemietet, Werkstätten errichtet und heute fand die offizielle Einweihung statt. Wir haben 50 minderjährige Mädchen, die meisten von ihnen aus den Bordellen der Umgebung hierher geholt und 30 Jungs, die marodieren und töten mussten, bevor sie eine Chance hatten, lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Bisher können wir den Mädchen lediglich eine Art Schneiderlehre anbieten. Sie lernen, mit Nähmaschinen umzugehen und zu sticken, fertigen Decken, Kissen und Kleidungsstücke, die auf den Märkten der Umgebung verkauft werden und somit sogar dazu beitragen, Rebound 2 zu finanzieren. Anitas furchtbares Schicksal steht stellvertretend für das von tausenden Mädchen im Ostkongo, die in den Kriegswirren ihre Eltern verloren haben. Papa und Mama balikusaka kuvita. Njo banani bakatubeba mimi na mdogo wangu tiku pori. Tukakua kule tunakuwa tunafanyia makazi. Njo sasa senye vita ilikuyaka, tukakimbia Limoya na Benkini. Njo sasa tukakimbia, tukaenda kuta mama leki yetu. Mama leki yetu akatutosha kule kwa tulikuwa, anatufikisha tia pa Beni. Njo tukafanya kazi kwake. Kuikala kwake mimi mwabienteki, maisha inakuwa nguvu. Njo sasa, njo dada pale ntaka nafika, akasema nisaidie na mtoto. Njo sasa mimi nakuwa nikala hapa, wakasema sasa kule kusema mimi nalipisha watoto benye benye banani walibabeba kajana na benye babamu na mama bashakufa. Njo wakenda niandikisha hapo, wakaniuliza nikabambia vile nilishapita. Njo tukabakia pale na mdogo wangu sasa tunakuwa nasoma. Na polo na jone bakakuye wanakia faa seminere. Na se majine tuzikenda ako. Jo tunawana faa seminere kila siku nabo.
senye baliendaka tunabakia njo tukasikia wanasema benye balifaka seminere na bapolo bote bataenda kuile santra kule yuu njo nasie bakatutola tunaenda ako ikwa mpola kulila na banalamushaka asubuhi batu kumazoezi senye banabalamusha unasema unachoka banakuona wanakwana kufanyisha kazi wanakubebesha mavitu vya mingi senye banenda pie watu mnenda nabo bakisha kubebesha mavitu nafika mwenjo nasema unachoka sijo unachoka watu kumzikishi kisha banakuua anakuacha maiti kao. Kukosea mwana wanatulalishaka njali nasema banakula chakula ni banaacha njo banatupatia wala bananja kutemea mumate njo banatupatia mie sina sana nikishaweza kushona mbele ndakuwa gambie akama niko na hamu ya mafuta ubakala kanishajua kushona sitaka akasema dada nyusi mepeke mnaka nashinsiasenashona ngo bananilia. Ja, es ist schwierig, wenn man sowas Erschütterndes sieht, aber verehrter Herr Bundespräsident Ade, Sie haben es ja eben zum Ausdruck gebracht, wie wertvoll die Arbeit ist, die dort geleistet wird, aber auch aus den Worten des Mädchens hat ja diese Hoffnung herausgesprochen und das ist es, Hoffnung, was dort entsteht. Und jetzt geht es darum, den Preis zu verleihen. Die Urkunde würde ich dem Vorsitzenden des Kuratoriums geben. Die Stiftung Stadt Wittlich verleiht Wolfgang Niedecken den Georg-Meistermann-Preis im Andenken an den großen Künstler Professor Georg Meistermann und sein unerschütterliches, kritisch-konstruktives Eintreten für Demokratie und Meinungsfreiheit, um in seinem Sinne ein weltoffenes, kulturelles, geistiges und humanistisches Menschenbild zu fördern. Wittlich, den 23. November 2023. Kommen Sie ein bisschen näher. Ja, also meine Dankesworte werden wahrscheinlich kürzer ausfallen als das, was bisher gesagt wurde. Ich bedanke mich wirklich für die Ehre, hiermit ausgezeichnet zu werden und bei den Leuten, die das hier alles organisiert haben. Das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Es war alles sehr, sehr flexibel und viele spontane Sachen konnten passieren. Hier. Bürgermeister Rodenkirch, wir haben uns oft am Telefon unterhalten, haben geguckt, wie können wir das irgendwie anders machen, dass es auch zu mir passt. Allzu staatstragend bin ich ja nicht. Die Ideen, die wir zusammen entwickelt haben, unter anderem, dass Mike Herting mit seinen zwei Kollegen auch spielt und auch der Mann, der mich gleich interviewen wird, freue ich mich auch sehr. Wir sind auch länger befreundet. Bela Reti wird mich gleich ein bisschen zwischennehmen und fragen. Wir werden versuchen, vom Fußball wegzukommen. Aber ganz werden wir das nicht schaffen wahrscheinlich. Aber es ist mir jedenfalls eine absolute Ehre und das werde ich nicht vergessen. Und ich bedanke mich bei meiner Frau, weil die hat das wieder mal alles hingekriegt, alles möglich gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich ohne die machen würde. Also, vielen, vielen Dank. Das würde nichts. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bela, du bist dran.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident. Guten Abend auch von mir. Hallo, herzlichen Glückwunsch, Wolfgang. Es soll ein würdevoller Abend werden. Wir lassen die Nationalmannschaft mal außen vor. Ne? Wir reden nicht über Fußball, wo wir eine gemeinsame Liebe haben für diese Sportart. Für unterschiedliche Vereine zwar, aber ja. FC Köln, Tabelle umdrehen, dann Tabellenführer. Nur Vizemeister momentan. Bitte, genau. Wolfgang, gemeinsam für Afrika. Damit fangen wir mal an. Deine erste indirekte Berührung war ja in dem Jahr, als Bob Geldof 1984 diese Live-Aid-Konzerte in Philadelphia und in London organisiert hat. Da gab es auch einen deutschen Beitrag, Musik von Herbert Grönemeyer, Text von dir, Nackt im Wind. Aber 1988 die erste persönliche Reise, die ging nach Mosambik mit deiner damals, dann Bandy, mit der du dein erstes Soloalbum gemacht hast. Ne? Was waren deine Eindrücke und deine ersten vor Ort? Also das war schon sehr, sehr bewegend. Ich war noch nie in einem afrikanischen Land gewesen, also Marokko war ich schon, aber in einem Sub-Sahara-Land noch nie und vor allen Dingen noch nie in einem Land, wo Bürgerkrieg herrschte. Also ich habe meinen ersten Kindersoldaten tatsächlich in Mosambik erlebt. Wir sind da hingefahren und haben wirklich, wir haben auch gespielt. Also wir haben auf der Anlage von einer mosambikanischen Band gespielt und das war alles sehr improvisiert, aber es war herzbewegend. Es war auch lustig. Also wir haben viel Spaß gehabt auch. Das Lustigste war, der Veranstalter dieser Konzerte hatte gleichzeitig auch, also in der gleichen Woche auch eine Qualifikation für die Olympiade auszurichten, und zwar im Boxen. Und er hatte gemerkt, dass irgendwie der Vorverkauf für unser Konzert besser lief als der Vorverkauf für seine Boxveranstaltung. Und dann hat er einfach entschieden, okay, das machen wir in einer Veranstaltung. Also in dieser Halle, die war ungefähr so groß wie die hier, als wir ankamen zum Soundcheck, stand da mittendrin ein Boxring. Das war ohne Boxer noch, oder? Noch ohne Boxer. Was ist das? Ja, wir hätten die Veranstaltung da zusammengelegt und dann haben die da ihre Qualifikation gemacht und dann sind die allerdings auch alle verschwunden. Und wir standen rum auf unserer Bühne und haben gesagt, wer räumt denn jetzt diesen Boxring weg? Dann haben wir gefragt, ob die vom Publikum welche mithelfen würden. Dann haben wir selber dann angepackt und haben diesen Boxring auseinandermontiert und haben anschließend dann gespielt. Und das war so verbindend, das war so großartig, weil wir waren ja schon Kollegen. Die Jungs, die da mit Hand angelegt hatten, und wir waren eigentlich schon eins. Und dann haben wir gespielt, und das war in dem Jahr, wo ich mit den Komplizen das Album aufgenommen habe, wo der Hit war, Mardetjot. 88, ne? Ja, ja. Das war, und das war dann auch natürlich ein Reggae, das hat gut funktioniert, also hat gegroovt, und als ich dann am nächsten Tag durch Maputo spaziert bin, überall haben mich die Leute begrüßt als nicht Marijot, sondern Money Joe. Ich war Money Joe aus Mosambik. Also immer auch diese wunderschönen Erlebnisse, diese menschlichen Erlebnisse, und dann eben natürlich auch völlig niederschmetternd der erste Kindersoldat, der mir dann erzählte, was ihm passiert ist. Das ist ja Jahre später, habe ich das ja dann noch deutlicher zu spüren bekommen. Das war 2004 auf dieser gemeinsamen Reise mit Professor Köhler. 2004, nee, das war gemeinsam für Afrika. Das war eigentlich meine erste Reise, wo man mir alles Mögliche gezeigt hat, wo diese einzelnen Organisationen, die sich zusammengeschlossen hatten für Gemeinsam für Afrika, was die da machten, und das war auch wirklich sehr, sehr. Entführte Kinder aus Dörfern, entführte Jugendliche, vergewaltigte 14-jährige Mädchen, die schon dreifache Mütter waren, und. Ich will jetzt gar nicht weiter das Ganze ausführen. Wie verändert sich ein Leben hinterher, wenn man das gesehen hat? Du bist selbst Vater von 4 Kindern, dein Sohn war dabei. In einem Rebellengebiet in Norduganda herrschte Bürgerkrieg. Wie kehrt man denn zurück nach so einer Reise? Also ohne Übertreibung, ich habe
an nichts anderes mehr denken können. Das hat bei mir dermaßen reingeknallt, dass ich nur noch daran denken konnte. Und ich habe auch plötzlich an mir etwas entdeckt, was ich vorher nicht so kannte. Ich wollte das jedem erzählen. Ich wollte jedem sagen, was da abgeht, weil ich hatte das Gefühl, das weiß keiner bei uns, was da abgeht. Und ich habe jede Party gesprengt. Es war nachher furchtbar, wenn wir mit Leuten uns zum Essen verabredet haben. Kaum hatte ich das Wort, habe ich den ganzen Abend davon erzählt, auch bei Partys, bis meine Frau dann irgendwann sagte, hör mal, das kannst du nicht machen, du kannst jetzt nicht an einem Stück den Leuten so eine Party vermiesen, oder der totale Partycrasher, wenn ich so mache, dann musst du jetzt mal langsam aufhören. So, hat Tina? Sehr gut funktioniert, also ich sage okay. Ja, also wenn es genug ist, dann macht sie so. Ich habe vor, sie wäre erkältet gewesen. Hätte ich gar nicht erst angefangen. Hätte sie gar nicht erst mitgebracht. Ich kenne deine Band, ich bin im Prinzip bis ja fast eine Generation, also gemeinsam fast aufgewachsen. 76 habe ich Abitur gemacht, da ist BAP gegründet worden. Immer super, super coole Musik mit sehr nachdenklichen Texten. Professor Köhler sprach eben Kristallnacht an. Also das fängt ja langsam an und groovt und groovt und groovt. Und ich habe einen Schulkameraden gehabt, der gesagt, das ist so ein geiler Song, aber ich kann darauf nicht tanzen, weil ich dann versuche, mir diese Gedanken zu machen, die Niedecken da mir vermitteln will. Und da kann ich mich nicht mehr drauf bewegen. Ist das ein Spagat immer gewesen, so eine Art Message zu verbreiten und trotzdem Rock'n'Roll zu machen? Ja, also hat ja mal einer gesagt, wer Messages verteilen will, der soll bei der Post arbeiten. Aber nein, also ich versuche das, was bei mir durch den Kopf geht, zu artikulieren, und wenn, was die Leute damit machen, ist ihnen überlassen. Ich schreibe ja keinen Politrock beispielsweise, wo in der letzten Strophe dann gesagt wird, in welche Partei man einzutreten hat oder in welche Gewerkschaft. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, Gefühle zu vermitteln. Das ist ja genau das, was Kunst kann, was alles andere nicht kann. Wir können Gefühle vermitteln. Und dabei immer noch so uns verhalten, dass wir den Leuten selber überlassen, welche Gefühle sie denn zu dieser entsprechenden Kunstabteilung haben wollen. Also das ist, man darf Kunst nicht missbrauchen, man darf Kunst nicht als ein Werkzeug ansehen. Wenn es authentisch ist, dann merken die Leute das. Also ich habe viel auch gelernt von dem, wie Bruce Springsteen an die Sachen rangegangen ist. So ein ganz einfaches Album wie Nebraska, ganz alleine eingespielt. Es waren eigentlich nur Demos, bis dann der Manager und die Band gesagt haben, bring das so raus, so stimmt das Ding. Und das sind so wunderschöne Geschichten, traurige Geschichten, wo man aber sofort merkt, ja, so geht es, Leute, in Amerika, im damaligen Amerika und im heutigen Amerika wahrscheinlich immer noch. Und diese Authentizität, die kann sich vermitteln. Du kannst alles großartig aufblasen, Gott weiß was, mit Furz und Feuerstein, mit Bodennebel und allem Möglichen, kannst du alles machen, aber es wird davon nichts hängen bleiben. Ein bisschen Nebel wird hängen bleiben. Born to Run, eins meiner Lieblingsstücke, ne, von Springsteen. Die sind ja befreundet inzwischen. Ne? Ja, also das sind so viele Stücke, auch kleinere, unbekannte Stücke, die Ever Should Fall Behind, Please Wait For Me. Allein dieser Satz, der treibt mir die Tränen in die Augen. Wenn ich zurückfahren sollte, dann warte bitte auf mich. Was für ein Satz. Herrlich. Wir werden nachher noch Musik hören übrigens, also das ist jetzt die Vorfreude, zögern wir noch ein bisschen hinaus, wir reden nochmal. Arsch auf, Zeng auseinander, oder sagen wir das mal, wie das geht, ich kann nur Hochdeutsch, ich bin Sportreporter. Gesäß hoch und die Zähne auseinander. Hintern hoch, ja, also aufstehen, seine Meinung sagen. Das war ein Song. 92 oder sowas, ne? Das aus einem Song entstand, ja, so eine Art Verein gegen Rassismus, gegen alle Formen von Rechts. Was tut der Verein heute gerade aktiv?
Also das war, man hat sich damals getroffen, es kam ein Anruf bei mir an, wir treffen uns jetzt, alle die Kölsch singenden Bands oder Kölsch singenden Einzelinterpreten, die irgendwie politisch engagiert sind, wir treffen uns im Lokal des Stadtgartens an der Wenlauer Straße und wir müssen mal gucken, wir müssen irgendwas unternehmen, weil die Asylantenheime brannten. Es war nicht nur im Osten. Nicht nur im Osten, auch im Westen und furchtbare Taten gegen Ausländer. Und man fing an, sich daran zu gewöhnen, das war das Irre. Man fing an, okay, man macht morgens das Frühstücksfernsehen an und sieht, aha, heute Nacht da, nächste Nacht da. Und wir haben uns dann getroffen und ich habe im ersten Moment eigentlich gedacht, okay, außer Lippenbekenntnissen wird da nicht viel bei rauskommen. Und dann habe ich allerdings gespürt, wie intensiv das war. Alle wollten da was dran ändern. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir denn machen? Und ja, was können wir als Künstler machen, was können wir als Musiker machen? Am besten ein Konzert. Und am besten ein Konzert irgendwo, wo man das auch merkt. Also nicht irgendwo in einer großen Halle oder irgendwo auf einer großen Wiese vor der Stadt, sondern wir haben es dann entschieden, wir versuchen den Klopichplatz zu kriegen. In dem Stadtteil bist du um die Ecke aufgewachsen. Ich bin auf dem Klopichplatz aufgewachsen. Straße 1 war die Kindheit, ne? Genau. Und zunächst wollte man uns den Klopichplatz nicht geben. Und schließlich haben wir ihn dann Gott sei Dank doch gekriegt. Kölner ist kompromissbereit, ne? Ja. Und irgendwie war da ein Einsehen bei der Stadtverwaltung und bei der Polizei. Und Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Also wir hatten eigentlich keinerlei Sicherheitsvorkehrungen. Und wir haben gehofft, dass wir 20.000 Leute zusammenkriegen. Und kurz bevor das Konzert losging, oh Gott, das wird ein kalter, da verloren sich irgendwie 4.000 Leute auf dem Globichplatz. Und auf einmal kamen aus allen Straßen sternförmig auf den Globichplatz zu, kamen diese ganzen Menschen, es waren locker 100.000 Menschen und wir haben gespielt und wir, das ist mittlerweile ein legendäres Ding und es wird auch oft gesagt, ihr müsst nochmal sowas machen, damit das nochmal aufmerksam wird. Ja, das wäre so schön, wenn man immer gegen alles, wo man nicht mit einverstanden ist, mal schnell ein Konzert machen könnte und dann würde sich das ändern. Die Welt hat sich geändert mittlerweile und ein solches Konzert, die Jubiläumskonzerte machen wir ja, aber ich glaube nicht, dass den Missständen in der heutigen Zeit beizukommen ist mit einem Konzert. Das war damals der Rassismus und der Rechtsruck in Deutschland, was da passiert ist, da konnte man mit beikommen. Wir haben ja dann noch bei anderen Konzerten auch noch mehr oder weniger mit angestoßen. Wir haben ja dann noch in Frankfurt heute die, morgen du. Das ging auch eigentlich von Köln aus. Das waren auch ohne Ende Menschen. Und dann haben wir noch in Leipzig auf dem Augustusplatz noch Gewalt-Aids gemacht. Ja, das konnte man damals machen. Das war dann auch klar, es gibt diese Künstler und diese, soll man sagen, Bewegung kann man ja nicht wirklich sagen, aber es gibt diese Geisteshaltung und besser, ich bin einer von den Guten, ich mache da mit. Momentan sieht das alles nicht so aus. Die Welt hat sich auch da geändert. Die Welt ist anders geworden und man kann nicht mit den Mitteln von vor 30 Jahren versuchen, das zu ändern, was heute im Argen liegt. Man muss auch nach wie vor, auch heute, kreativ sein, flexibel sein. Und ja, den Arsch hoch muss man auf jeden Fall kriegen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Das ist ein Appell auch alle, einfach nicht die Schnauze halten, sondern vielleicht braucht man andere Mittel. Damals war die natürlich auch schon sehr erfolgreich als BAP, Millionenseller. Ist natürlich auch schon einfacher anzukommen, wenn man jemanden kennt, als wenn man da sich auf der Straße stellt und Gitarre spielt. Ne? Ja. Ja, klar, also das war, ich glaube, das war 92, das war auch wirklich die Hochphase des Kölschrocks. Also ja. Damals gab es eine Band, LSE, die war fantastisch. Es gab Piano Has Been Drinking, das war auf einer Hochphase. Die Black Fuzz hatten sehr viel für die Würde der Kölscher Sprache getan. Die haben. Es war ja vorher ein Gossendialekt. Ich weiß noch, wenn meine Mutter mit mir mich fein machte und mit mir in die Stadt ging und wir waren in der Straßenbahn, dann sagte die: Jung, du mir nie gefallen und sprich heute ordentlich. Weil du das Thema gerade ansprichst,
dein Heimatdialekt, dein Denken, dein Träumen basiert ja in diesen Wörtern. Und du hattest einen Schicksalsschlag erlitten, einen Schlaganfall, lagst im Krankenhaus, konntest zunächst nicht sprechen. Tina hat sämtliche Anrufe und Anrufe abgewimmelt, der kann noch nicht, und abgewimmelt, auf einmal rief jemand an und du sprachst fließend Kölsch. Ja, das war... Von einer Sekunde auf die andere. Ja, also vorher hatte ich große Probleme, bestimmte Worte zu finden. Ja. Mir ist zum Beispiel dieses Wort Schlaganfall einfach nicht eingefallen. Das ist also, ja, ich... viele andere Worte, deswegen kam mein Sprechen immer wieder ins Stocken. Ich musste immer wieder nach den Worten suchen. Man hat mir Gott sei Dank auch die Zeit gelassen, danach zu suchen, aber richtig fließend war da nichts mit. Und dann rief Hans Süper, ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt in Wittlich bekannt ist, aber Hans Süper ist einer der großartigste kölsche Sänger überhaupt. Ja. Ein Quecksilbermann. Übrigens, Mike Herting hat mit ihm 2 Alben produziert, Mike, oder? Wunderbar. Ja, ein Freund, und er rief die Tina immer wieder an, was meint der Junge, wie jedes dem? Ja, gib mir den, also gib mir den mal. Konnte mir den aber nicht geben, weil ich ja nicht sprechen konnte richtig. Und irgendwann war es dann soweit, meine Töchter standen mit meiner Frau um mein Bett, und dann rief der Hans wieder an. Und die Tina sagt, willst du den Hans nicht mal nehmen? Ich nehme den. Sag Hans, ja, was meinst du dann? Was meinst du dann für Sachen? Das kann man doch nicht machen. Also so ging das dann weiter. Und ich habe dann auch ganz normal geantwortet, weil ich habe festgestellt, auf Kölsch hat mir kein einziges Wort gefehlt. Alle Worte waren da. Wir haben uns locker... Hätte die Mutter das noch mitgekriegt, dass das kein Gossendialekt ist, sondern ein Heilmittel? Das ist ein. Ich habe dann nachher den Professor gefragt. Der Professor Fink sagt: Ja, ja, klar, wenn du gebürtiger Italiener bist und ziehst nach Deutschland, machst da irgendwie, was der Teufel, eine Pizzeria auf und du kriegst einen Schlaganfall, dann diese deutsche Sprache ist dann fürs erste Mal weg. Also, du sagst mal Tutto ohne Fisch, aber das kriegst du dann noch hin. Einmal Tutto ohne Fisch, das kriegst du hin als Erster. Aber es war. Das war schon irre und ich habe das auch selber gar nicht gemerkt. War erst, als das Gespräch dann zu Ende war, nach etwas längerer Zeit, und ich das Ding wieder zurückgab, da standen die alle vor dem Bett und waren erstaunt. Was ist das jetzt gerade gewesen? Was ist da jetzt passiert? Und das ist für mich ganz großartig. Hans Süper ist leider verstorben im vergangenen Jahr. Aber der Erste, als ich dann wieder entlassen war aus dem Krankenhaus, der Erste, der bei uns auf der Matte stand, ich glaube, ich hatte noch nicht mal meinen Kram wieder aussortiert, Hans Süper, und dann sind wir in den Garten gegangen und haben zusammen ein Foto gemacht. Das hängt bei mir zu Hause im Arbeitszimmer an der Wand. Das war so rührend. Er hat sich so gefreut, dass er mich wieder hatte. Großartige, für mich sehr bewegende Geschichte auch, und es freut mich auch, dass du hier kerngesund hier mit uns hier sitzt, diesen Preis empfangen konntest und wieder ganz der Alte bist. Heimat ist das Stichwort gewesen, Köln, der Dialekt. Ein guter Freund von dir ist der großartige Regisseur Wim Wenders, und der hat dich mal, war das eigentlich eine Beleidigung, Heimatdichter genannt? Nein, wir standen, wir haben ja einen Film zusammen gemacht, der BAMF-Film, Film passiert, und irgendwann abends irgendwo in einem Hotel, wir sind damit auch ein bisschen durch die Gegend gefahren, haben da verschiedene Premieren gemacht in verschiedenen Städten, und irgendwann abends haben wir dann, ich weiß gar nicht, welche Stadt das war, wieder mal an der Rezeption eines Hotels gestanden, und damals trug man, glaube ich, noch den Beruf ein, wenn man... Sänger vom BAP ging nicht, ne? Ja, oder Komponist. In der Regel habe ich dann Musiker reingeschrieben oder Musiker-Maler. Und der Wim guckte, kann sehr lakonisch auch manchmal Sachen sagen, und guckt rüber zu mir und sagt, schreib doch da Heimatdichter rein. Es war super. Ja, habe ich sogar reingeschrieben. Müsste man echt mal rausgehen, welche Stadt das war. Wir Journalisten haben immer Fernfahrer reingeschrieben, das passt auch ganz gut.
Dein eigentlich geplanter Alltag in deinem Leben, als du angefangen hast, nachzudenken, was wird aus mir, Wolfgang, hast du eigentlich in einem Atelier gesehen, ne? So eher malend, in New York auch ausgebildet, Musik war eher ein Hobby, ist das richtig? Ja, also wir, die Anfänge von BAP, das war einfach, wir spielten alle in den 60er Jahren in irgendwelchen Schülerbands. Und wie das dann so ist, wenn man dich dann nach ein paar Jahren wieder trifft, fragt man sich schon mal, und machst du noch Musik? Mit wem denn? Was, hast du denn deinen Bass noch? Hast du dein Schlagzeug noch? Ja, ja, aber mit wem denn? Und dann haben wir irgendwie aus diesen Leuten eigentlich so eine Besetzung, eine lockere Besetzung, die sich einmal in der Woche traf, um ein bisschen rumzujammen. Meistens haben wir irgendwelche Sachen gecovert. Das Ziel war immer, diesen Kasten Bier leer zu proben und dann sind wir ein Trinken gegangen. Das ist ein super Plan. Ja. Super Plan. So sah damals die Work-Life-Balance aus, das finde ich prima. Hat einiges verloren gegangen seitdem. Also sag mal so, ich sag, ja. Aber das war natürlich jetzt keine wilde Sauferei. Also von diesem, wir haben dann unsere Freundinnen und Freunde mitgebracht und der Mann, der Hausmeister dieses Kalksandsteinwerks direkt an der Autobahn Köln-Bonn war, an der 555, das war der Hans Lechler, der Lechlers Hans. Der kam dann auch immer rüber und hat sich dann auf den Bierkasten gesetzt. Und ich glaube, den halben Bierkasten hat der schon mal erledigt. Und der Lechlers Hans. Und der fand es übrigens, der hat doch das Prinzip des Probens nicht wirklich verstanden. Wir hatten dieses Lied, Helfe kann der keiner. Und als wir das dann zum dritten oder vierten Mal gespielt haben und er schon ein paar Bierchen drin hatte, kam dann... Ja, ist ja schön und gut, dass er jetzt schon wieder das Lied spielt, wo er keiner helfen kann, aber ihr habt doch auch noch andere Schlagere, spielt uns die andere Schlagere all. Ja, aber haben wir dann auch gemacht, also manchmal war dann, das war der Lechler-Sens dann noch das Einmann-Publikum, vor dem man zu bestehen hatte. Der Einmann-Trinker. Ja. Also, man hat euch zu eurem Glück ein bisschen gezwungen, erfolgreiche Musiker zu werden. So ein bisschen bei den Stones, deine Lieblings... Hast du die Biografie von Keith Richards gelesen, live? Ist der Papst katholisch. Ja, ja, genau. Also, und die wollten auch nur covern. Rhythm and Blues sind durch England gefahren, haben irgendwelche, hat Keith geschrieben, auf der Suche nach irgendwelchen Singleplatten, um die nachzuspielen. Dann hat er wochenlang das offene E geübt, weil er es irgendwo mal gehört hat. Die wollten nur covern. Und dann kam irgend so ein Manager und sagte, die brauchen ein eigenes Gesicht, eine eigene Marke, komponiert mal irgendwas. Da haben die drei oder die fünf Stones da eingesperrt. Ja, in der Küche. Paar Tage lang mit allen, glaube ich, Zutaten, die die damals gebraucht die haben. Die hatten nicht viele Zutaten. Arm wie genau. Die Kirchenmäuse. Genau, und dann kam dann irgendwie erst Tears Go By raus, das war das erste Stück von denen. Ne? Ja, das wollten sie aber nicht selber spielen, das war ihnen zu weich. Dann haben sie das der Marian Faithfull gegeben und die hat dann Welthit damit gehabt. Ja, genau. Also ist eigentlich im Prinzip... nach und nach einfach zu erfolgreich gewesen durch die vielen Proben mit dem Bierkasten. Lechler's Hands. Ja. Lechler's Hands, das war es eigentlich im Grunde genommen. Ne? Heute bist du ja immer noch beides. Sänger, Musiker, Komponist und auch Maler. Du hast mir erzählt, du hast hier ein Haus in der Eifel und auf einer Ebene ist ein Tonstudio oder eine Musik... Nee, das Haus, das hatten wir vorher in Köln. In Köln, also eine Etage konnte gemalt werden, ja. In der anderen wurde Musik gemacht. Ja, ja. Und du wusstest nur nie genau... Wenn du dich auf dem Weg machst, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt malen? Wo bleibe ich hängen? Wo bleibe ich hängen? Und wo endet dieser Tag mit meiner Kunst? Das ist wie ein Schriftsteller, der manchmal gar nicht weiß, wenn er einen Krimi schreibt, wer am Ende der Mörder ist, weil er während des Romans erst die Geschichte entwickelt. Ist das so bei dir? Ja, also man darf auf keinen Fall auf eine Pointe hinschreiben. Dann macht man sich so viele, verbaut man sich so viele andere Wege, die einen Song auch interessant machen können. Das ist aber ein Anfängerfehler, das machst du nachher nicht mehr. Manchmal geht es mit einem Satz los und der Satz muss nicht unbedingt der Satz sein, mit dem das Stück anfängt. Das kann auch ein Satz sein, der irgendwann in der dritten Strophe vorkommt oder im Refrain vorkommt. Aber auf jeden Fall, man läuft durch die Welt wie ein trockener Schwamm, nimmt alles Mögliche wahr, schreibt sich manche Sachen auf, man vergisst die womöglich wieder, aber... In diesen kleinen Notizbüchlein kann man da schon mal wieder drauf stoßen, wenn man einen Songtext
schreiben will. Und dann hat man teilweise so Bruchstücke, die passen. Das ist manchmal wie ein Puzzle. Manchmal schreibt man Songtexte wie ein Puzzle. Das ist eine wunderschöne Arbeit, das zu tun. Dafür muss man aber Zeit haben. Ich weiß, dass für das vorige Bab-Album Alles fließt, das war eine wunderschöne, als das dann alles wieder zustande kam, als ich diese Puzzleteilchen auf einmal alle wieder gefunden habe und zusammengefügt habe, das war auch eine sehr befriedigende Arbeit. Die Band hat mitgezogen. Die haben mir wunderbare Musikstücke geliefert, wo ich drauf schreiben konnte. Und das war, leider kam dann Corona dazwischen, ansonsten wäre das Album zu meinem 70. erschienen. Es ist erschienen, aber wir haben dann die Konzerte eben erst ein Jahr später spielen können. Aber das war auch wieder gut, wir haben endlich spielen können. So viele Sachen, die im Fluss geblieben sind, die sich nicht aufhalten ließen. Also nirgendwo ist ein Staudamm, den ich auch brechen kann. Wunderbarer Satz. Bab gibt es ja noch, du bist von der Urbesetzung noch natürlich der Einzige. Inzwischen hast du also noch jüngere Mitspieler, du bist jetzt 72. Ja. Und es gibt neue Projekte, kannst du mal kurz erzählen. Zeitreise. Ja, das Projekt, was jetzt auch wieder sehr, sehr organisch entstanden ist, ist, dass wir auf der Tournee mit dem Album Alles fließt, wir waren da so stolz drauf. Und wenn ein Bab-Konzert hat in der Regel 30 Songs. Und wir waren so stolz drauf, dass wir gesagt haben, komm, lass uns 10 neue spielen. Das kannst du natürlich nicht machen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass das Publikum immer dein jeweils neuestes Album auch kennt. Kommen ja auch viele Leute hin, die vielleicht nur die Alben der 80er kennen. Und dann habe ich die so angeordnet, dass ich immer dazwischen auch Songs hatte, von denen ich mir sicher war, dass die Anfang der 80er eigentlich in jedem Haushalt stattgefunden haben. Also die beiden Durchbruchsalben für Usteschnigge und Von drinnen Nordrusse, das sind ja Millionenseller gewesen. Also das haben so viele Leute gehört und so viele Leute haben da auch ihre Jugend mitverbracht. Liebeskummer ja, zum Teil. Ja, auch. Und ganz zauberer, unfassbares Lied. Was habe ich da manchmal geheult bei irgendwelchen Affären und so. Ah, egal, das ist jetzt privat. Ja, und dann habe ich diese Stücke dazwischen gepackt, damit die Leute sich dann auch wieder was hatten, was sie schon kannten. Und dann kam wieder ein Stück vom neuen Album. Und das hat nachher keiner mehr gemerkt. Und nachher haben sich diese neuen Songs so wunderschön da eingebettet, dass das klar war, das ist alles eigentlich aus einer Seele entsprungen. Und dann, gerade bei Stücken, die wir teilweise seit 35 Jahren nicht mehr gespielt haben, passierte im Publikum was ganz, ganz Irres. Teilweise haben Leute geweint, dass sie diese Stücke nochmal, dass ich das noch erleben darf, dass das nochmal gespielt wird. Stücke wie Wenn eine Bitte sich lohne date oder Plan mich bloß nicht, das waren Dinge, wo kein Mensch mehr gedacht hat, dass wir die jemals nochmal spielen. Und dann kam, über dem Publikum lag so ein Glanz, das war auf einmal so ein Glow irgendwie, echt, die spielen das jetzt und das hat mir natürlich zu denken gegeben. Warum machen wir nicht mal eine Tournee, wo wir definitiv nur die Stücke spielen aus den beiden Million-Seller und vielleicht noch ein paar Stücke von den ersten beiden Alben. Und wir versprechen den Leuten, dass wir kein Stück spielen werden, das jünger als 40 Jahre ist. Also eine Super. Definitive Ü40-Party. Und die ersten 4 Konzerte natürlich in Köln. Wo sonst? Ja. Also wir haben dafür dann... Um das mal zu testen, haben wir in Köln den Satori, altehrwürdiger Saal, wo auch früher Boxkämpfe stattgefunden haben, haben wir den Satori gemietet, erstmal für 2 Konzerte, 2 auf Reserve und haben gesagt, mal gucken, ob das eine Sau interessiert, ob das verkauft und dann haben wir den Kartenvorverkauf eröffnet und dann haben wir definitiv innerhalb von 2 Stunden die ersten beiden Konzerte verkauft. Und in der dritten Stunde die nächsten 2. Also das heißt, wir haben innerhalb von 3 Stunden 4 Konzerte ausverkauft. Das war unfassbar. Und da wussten wir können diese Tournee machen. Also das heißt, wir werden jetzt dann im nächsten Jahr mit dem Ding flächendeckend spielen. Großartige Message. Ich habe wahrscheinlich jetzt auch wieder ehemalige Bundespräsident, Herr Professor Köhl, auch ein bisschen überzogen, aber ich glaube, bei Wolfgang könnte man noch stundenlang zuhören. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Du hast früher als Maler, also nur gemalt, hast du so eine Art
Tagebuch geführt, jeden Tag ein Bild gemalt, so ein Sinnbild des Tages, 365, das ist irgendwie Tagesbilder. Jetzt, wenn man so eine Zwischenbilanz zieht, die macht ja weiter, du bist weiterhin Künstler. Wenn du jetzt so ein Lebensgemälde gestalten würdest, schön bunt? Ja, es wäre auf jeden Fall ein Wimmelbild. Aber daran ist noch nicht zu denken, du bist noch zu sehr aktiv, ne? Nein, also das sind zwei, drei Berufe. Ja. Also die, ich komme zwar dazu, ab und zu mal ein bisschen was an Kunst zu machen, das schlägt sich dann teilweise auch nieder in den Cover-Gestaltungen oder Plakate oder weiß der Teufel was. Ich mache auch ab und zu mal was für mich, einfach weil ich halt einen Gestaltungsdrang habe. Also das muss irgendwo raus. Ich mache das gerne, das macht einen großen Spaß. Aber dass ich professionell ausstellen würde, Ausstellungen machen würde, das muss ich mir leider verkneifen, weil das muss man ganz machen. Das erfordert den ganzen Mann. Wie alles, was Wolfgang Niedecken tut. Sein soziales Engagement, seine Kunst. Vielen Dank dafür übrigens, dass du einen wirklich sehr, sehr großen Beitrag leistest, dass ein Kontinent nicht in Vergessenheit gerät. Dass du mit deiner Kunst unglaublich vielen Leuten, inklusive Freude bereitet hast. Und Glückwunsch zu deinem Preis und wir hören gleich Musik. Wolfgang Niedecken. Vielen Dank. Danke, Bela. Ja. So, wir hören jetzt mit dir natürlich Wolfgang und Papis Amor Gesek, Issa So und der Piano wieder Mike Herting. Erstmal zwei Stücke, No Gulu, im Zusammenhang mit deinem Uganda-Besuch entstanden. Und danach Arsch hoch. Und danach vielleicht noch eine Zugabe. Viel Spaß! Und in Flipflops, all die anderen blecken Füße, so wie Jimmy und Rebecca, die mit 12 längs alles wies. Männer Deck und der Strömer und der Hoffnung ob ein sicheren Arm. Es sind 7 Kilometer von der Heim bis Nogulu. Ohne Eltern, jeder Orfen, Jimmy kennt das nur so. An der Hand der großen Schwester, sie kann selber laufen kann, Nogulu. Nogulu, 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 für einen sicheren Arm. Nogulu, 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 für einen sicheren Arm. Überall hin, bis nach Kitzko. Die Felder nur noch brach, wenn du sagst, für München Mädchen mit Machete Kinderbach. Jetzt zu pflanzen, jetzt zu sehen, dass der Joseph Kony selbst sowas sagt. Oh, sie knallte Killerhorde, geilen sie schon bald. Vor Gewalt in brennen Morde und entführen nach und nach. Wenn's die Nippes gut und schaffen, wird zu schlafen von Soldaten bewahrt. Doch ob der finster Band die Trommel mit dem Kofel, Bung und Wies,
Das ist Souvenir und Skulo. Da dachte ich nicht zu mir, sprich. Wie ist denn sonst in der Dämmerung? Hey, die Nacht, Jimmy, sind ich euch. Um welch Nagulu, 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 für ein sicherer Nacht. Frühstücksfernsehen an und selbstverständlich wie die Betzerkat. Gehör auf ferner Liefen, wo sie wie viel Asylante bis nach Blattchenbad. Na klar, der Mann fällt wieder randaliert, der wird ja applaudiert. Die Kanaken sind nach dem Quartier, die nachher sich rentiert. Durch jedes Ding flutsch oder so wie jede Moje passt an den Tisch. Alle ne Typen im Blau, man sprüch ab, bedennet ihr nur Gott schlecht weh. Du denkst nur, Rosé, was ist bloß passiert, dat kein so reagiert. Wie so sie ans Land auf Kusche, als höret paralysiert. Wird wenden nur den Blaumann jetzt selbst. Dass du rassistisch sprichst, ja nicht verdrehst. Wenn du in Viertel reklamierst, in dem den einfach Oberhofer löst. Und überhaupt, wenn man selber hier denkt, wenn man die Zähne so auseinander kriegt, wenn mir der Arsch ihn so kriegt, irgendeines da zu spät. Der singen Vater nie in Stillhalle. Was sei ihr Kunst? Weil der dich damals arrangiert hat, bist du schließlich für der Traumstund. Liebe, wenn du den Ideale langsam ins Vertreten setzt. Oder willst du im Estropaden und alle in deiner für dich mehr? Wenn man die Zähne so auseinander kriegt, wenn mir der Arsch jetzt hoch geht, ist es eines da zu spät. Wie wird wenn man selber jetzt, wenn man die Zähne so auseinander kriegt,
wenn mir der Arsch ihn zog, kriege irgendeinen Star zu spät. Der Schuss ist fruchtbar noch, aus dem die Nazi-Brot rauskommt. Jetzt schildert Arsch hoch, zeig uns einander, jetzt die nächste Woche. Wenn mir der Arsch in die Hucke kriegt, ist es eines Tages zu spät. Wie wäre es, wenn man selber jetzt, wenn man die Zangen so auseinander kriegt? Wenn mir der Arsch in die Hucke kriegt, ist es eines Tages zu spät. Ganz gerne den Leuten in der Ukraine widmen und in Israel, im Gazastreifen und wo immer
furchtbare Kriege momentan die Leute fertig machen, wo man eigentlich nur verzweifeln könnte. Aber dieses Lied ist eigentlich wie dafür geschrieben. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I feel like I'm knocking on heaven's door. Put away the blood from my face. I'm sick and tired of the war. It's getting dark, too dark to see. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I feel like I'm knocking on heaven's door. Younger gunman, you need to mudon. Work my day, little mudon. Lumu yagu yagu, work my lumu don. Mama put my gun in the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. I feel like I'm knocking on heaven's door. Any text can sit down for me. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. I feel like I'm knocking on heaven's door. Vielen Dank. Auf dass es gehört werde. Liebe Gäste, ich glaube, das war eine Sternstunde, die wir heute Abend gemeinsam erleben durften. Ich freue mich, dass Sie da waren. Wir laden noch ein zu einem Glas Wein, wer denn möchte, von den Wittlicher Winzern. Die haben den gestiftet, Lüttigen, Losen und Mertes, wofür ich ganz herzlich danke.
Vielleicht kann man ja noch zusammenstehen und sich ein bisschen austauschen. Ich möchte aber auch noch Danke sagen. Danke der Geschäftsführerin, Frau Schmitz-Heyer, und meinem gesamten Team, die das hier möglich gemacht haben. Das sind die Damen des Vorzimmers, das ist der Büroleiter, der sich besonders auch mit engagiert hat. Also das war, denke ich mal, insgesamt gelungen, dass wir das in dem Team so geschafft haben. Wir sind ja eigentlich keine Eventmanager, aber ich denke, es ist uns ganz gut gelungen, hier eine tolle Veranstaltung hinzubringen. Schön, dass Sie da waren. Applaus.